It's delicious. Hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 18 und unsere GM-Saison-Franchise mit den Winnipeg Jets. An dieser Stelle möchte ich mal ganz, ganz herzlich Danke sagen an all diejenigen, die jedes Video so hammertoll supporten. Ein riesiges Dankeschön von mir an euch. Kurzer Überblick, was bisher geschah und das letzte Spiel haben wir hier gespielt. 3:0 Sieg, dann gewannen wir gegen die Philadelphia Flyers, New Jersey Devils. Eine Niederlage gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, Nashville Predators, die aber die letzten drei Spiele auch verloren haben. Sieg gegen die Kings, gegen die Ducks und dann eine Niederlage gegen die Sharks. Und jetzt heute wird es sehr, sehr wichtig sein gegen die Minnesota Wilds, die 4 Punkte direkt vor uns liegen, gleich viele Spiele haben wie wir und aktuell einer der letzten Playoffs-Plätze besitzen in der Western-Konferenz. Daher wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel. Was wir auch noch kurz machen können, ist uns ein paar Sachen anschauen, und zwar Ausbau, Wartung. Schauen wir uns hier noch mal ein bisschen kurz um. Parkplatz. Verbessern. Ja komm, verbessern wir mal die Parkplätze. 16 Tage. Sonst sieht alles noch relativ gut aus. Clubsitzplätze 82. Das ist alles noch zur Zufriedenheit der Gäste. Parkplatz 2. Ja, ich denke, wir lassen das mal so stehen. Da können wir dann immer noch gegen Ende Saison mal noch ein paar Sachen machen. Ihr seht, wir sind aktuell auf Platz 4, aber nur gerade in unserer Division. So, Spiel gegen die Minnesota Wilds. Let's do it! Hallo zusammen und herzlich willkommen hier aus dem MTS Bell Place Arena in Winnipeg. Ein wichtiges Spiel, das wird ein 4-Punkte-Spiel für uns. Und wir legen auch gleich los. Kein Offside. Scheibenbesitz, ungefährlich, und das ist das 1:0, mirakulös, wie wir da zum Schuss gekommen sind. Ein bisschen Glück, aber wir haben es uns auch frei gespielt. Wir mussten ja die Chance auch zuerst kreieren. Joel Armia, sein drittes Tor in dieser Saison. Einfach mal die Scheibe vors Tor bringen, typisch kanadisch. Und dann der Abpraller verwertet zum 1:0. Führung der Jets gegen den Spielverlauf eigentlich. Gut, nach der Strafe, klar, dass wir da ein bisschen unter Druck waren. Das geht gerade noch so gut. Gute Möglichkeit der Wilds, und das ist das 1:1. Schon fast am Aufatmen gewesen und dann ein super Schuss. Und wir sind bezwungen von Erik Staal. 5 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels. Unnötiges Tor, das wir hier kassiert haben. Auch noch mit einem Schuss hier. Guter Schuss. Für 5 Sekunden war es eine gute Möglichkeit. 1:1. Schussvorteil für die Wilds. Zweites Drittel, 1:1. Ich muss jetzt sagen, das 1:1 ist okay, wenn man die Schussstatistik anschaut. Wir haben aber mehr fürs Spiel getan.
aus diesem Grund, ja, es hätte ja auch durchaus 1-0 bleiben können. Gute Chance von uns. 1-1 steht es weiterhin und ich freue mich jetzt auf die nächsten 38 Minuten und 47 Sekunden. Guter Pass, aber noch besser die Parade. Wieder vors Tor, Stolak mit der Parade. Nächster Big Save. Inzwischen klare Spielanteile für uns, besser im Spiel drin. Aber das Resultat ist halt immer noch 1-1. Und das ändern wir gleich mal. Connor mit dem 2-1 und das ist absolut verdient. Absolut geht das in Ordnung. 2-1, die Führung. Kyle Connor, 59 im zweiten Drittel. Eine der wenigen guten Chancen nutzen wir aus. Aber wenn wir schauen, was wir vorhin für Chancen vergeben haben, absolut in Ordnung. 2-1 die Führung. Erneut können wir mit einem Tor in Führung gehen. Und jetzt nicht gleich wieder den Ausgleich kassieren. Dranbleiben. Zwei hinter dem Tor, das darf nicht geschehen. Ich verzweifle manchmal mit der KI. Ich verzweifle tatsächlich. Torhüterfehler. Hätte fast das 3-1 gegeben. Ja, make some noise. Aber sowas von. Wir führen wieder. Es wird ein spannendes Game. Bulli gewonnen. Weitschuss und das ist das 3-1. Klasse gemacht. Super Verteidigung, Tor. 7:35 vor Ende des zweiten Drittels. Klasse Schuss. Bulli Goal. Klassisches Goal. Zack. An die blaue Linie warten. Dem Torhüter die Sicht nehmen. Dann kullert die zwischen den Schonen, glaubt du? Ja, nein. War abgelenkt. Fanghand, Schulter. Und dann so ins Tor. Mir egal wie, Hauptsache Tor, 3-1, die erste 2-Tore-Führung. Pass in die Mitte, gegen außen, Pass kommt nochmal an, ui, gefährlich. Das zweite Drittel gehört bis jetzt klar uns. Matthews Mbouli gewinnt es. Einfach mal aufs Tor, wieso nicht? Hat ja schon mal funktioniert. Schneller als der Gegner, Pass in die Mitte. Und das ist das 4-1. Was für ein Pass. Was für ein Tor. Klasse gemacht, klasse Konter. 4-1, das Drittel gehört klar uns. Lipon mit dem Tor, ich glaube sein erstes Tor in der NHL. Wir schauen es gleich. Wenn er in der Wiederholung der Puck bekommt, ja, erstes Tor in dieser Saison, das wird wahrscheinlich auch das erste Tor seiner Karriere sein in der NHL. Dann bekommt der Trainer jetzt noch der Puck. Das ist so, ist nicht der Trainer, ist der Materialwart. Also, wir haben hier eine Premiere. Liebhull mit seinem ersten Treffer in der NHL. Und dann, was für eins. Sehr, sehr wichtig vor allem noch. Freude bei uns, Freude bei den Fans und Freude bei den Spielern. Ach, was für eine Freude. Oh, Pass, den hätte ich auch gleich schießen können. Niederreiter, Schweizer Landsmann auf dem Eis.
Und jetzt cool bleiben. Nicht übermotiviert. Die 3-Tore-Führung mit ins Drittel nehmen, mit in die Pause nehmen. Das wird wichtig sein hier. Oh, fast mit dem 5:1. Jetzt wissen die Wals nicht mehr, wie ihnen geschieht. Wir müssen halt auch aufpassen, dass wir hier nicht in einen Konter laufen, wenn wir so aggressiv spielen. 7,3 Sekunden vor Schluss. Nochmal ein Bulli vor dem gegnerischen Tor. Lidl am Bulli. Kann es gewinnen. Nochmal ein Versuch. Nein, das wird nichts mehr, aber die Führung können wir über die Zeit bringen. Ein Drittel für uns. Letztes Drittel. 4:1 führen wir. 16:16. Das Schussverhältnis. Aber das Drittel haben wir klar gewonnen. Wir haben dominiert. Mehr Scheibenbesitz gehabt. Mehr Spiel getan. Zu Recht die Führung, viel die besseren Möglichkeiten. Wenn wir die Schüsse noch mitrechnen, die nicht aufs Tor gekommen sind, dann hatten wir klar die größeren Möglichkeiten, besseres Schussverhältnis und klar mehr Puckbesitz. Wir spielen das sehr unkonventionell. Rein ins Drittel, aufs Tor und dann gleich mal aufs Tor schießen. Alles andere kommt dann mit der Zeit. Gute Möglichkeit der Wals. Ich würde schon fast behaupten, das war die beste Möglichkeit, die sie schnell herausgespielt haben in diesem dritten Drittel. Ja, ganz klar, das Drittel gehört dem Wals. Aber eben, zu wenig daraus gemacht. Aus der Zeit, die sie in der Offense hatten. Und jetzt der Konter. Pass vors Tor. Und das gibt 13,3 Sekunden nochmal Bulli vor dem gegnerischen Tor. Und das war's schon. Also das wird nichts mehr mit dem Ausgleich. Auch sehr, sehr Optimisten werden das einsehen. Das ist noch das 5:1. Wow, wieder ein Bulli-Tor. Und das ist sehr, sehr schön gespielt. Dustin Bevoglin mit dem 5:1. Wumms, Bulli, zack und ein Haar genau getroffen. Wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Ja, dieses Tor ist jetzt auch gegen den Spielverlauf. Mal zumindest im letzten Drittel. Erstes Drittel sehr ausgeglichen, zweite Drittel gehörte ganz klar uns und jetzt das dritte Drittel den Wilds. Aber wir haben direkt aufs Goal gespielt und somit auch gewonnen. Der Sieg der Winnipeg Jets, ein wichtiger Sieg. Wir können bis auf 2 Punkte verkürzen und sind nach wie vor im Playoff-Rennen mitten dabei. Klar, wir haben noch nicht mal die Saisonhälfte erreicht, aber wie gesagt, die Spiele müssen auch gewonnen werden. Ich verabschiede mich mit diesen tollen Bildern. Nicht traurig sein. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Euer Pico. Ciao, ciao.